bestimmt schon erraten, wo wir heute sind. Wir sind in einem Parkhaus. Aber in einem Parkhaus kann man nicht nur Autos parken, sondern auch richtig geile Partys feiern. Denn wir sind heute im Castello Imbiss in der Schweiz bei der Resistance. Hier parken nicht nur DJs wie Lady Tom und Philipp Rochard ihre Autos, sondern hier feiern auch über 500 Partyleute eine richtig geile Party. Ich würde sagen, wir gehen mal rein und schauen uns das Ganze mal an. Music is the new god. Super. Die Stimmung ist geil, die Leute sind cool drauf, alles ist super. Es ist nicht so ein großer Club hier, aber Wahnsinn die Stimmung hier. Die Leute gehen ab wie Sau. Was hast du denn heute jetzt für eine Musikrichtung aufgelegt? Wie würdest du deinen Musikstil beschreiben? Ja, also man kann es ja hören hier, es nennt sich Hardstyle. Das ist schon ziemlich hart drauf, aber es rockt schon ziemlich die Bude. Also es ist so irgendwas zwischen Hardcore und ein bisschen progressive, so irgendwo. Ja, schwer zu beschreiben, aber ja, man kann es ja hören. Also geht schon ziemlich ab, schon ziemlich eine harte Sache, aber ist okay. Und die Leute, die dich jetzt heute richtig geil fanden, wo können die dich denn finden oder was für Projekte stehen denn von dir an? Ja, das ist so, ich habe jetzt ziemlich lange eine Pause gehabt. Ich versuche mich jetzt wieder ein bisschen als Produzent. Ich werde in Zukunft auch an größeren Partys auflegen. Das kommende ist Sphere Event am 27. Februar in München-Muxi. Muss man unbedingt dabei sein. Das wird super. Da werde ich auch voll das Haus rocken. Und ja, ich werde, wie gesagt, als Produzent werde ich mich noch ein bisschen versuchen. Ich habe gute Grundlagen. Ich habe bei Philipp Rochard das Studio. Bin auch bei Sektor Beats unter Vertrag. Sektor Beats, müsst ihr euch merken, das Label des Jahres, das wird echt fett. Okay, dann wünsche ich dir natürlich viel Erfolg und dass alles so in Erfüllung geht, wie du es jetzt gerade erzählt hast. Danke für das Interview und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Vielen Dank auch. Das ist vor ungefähr, jetzt muss ich mal überlegen, vor 9 Jahren dazu gekommen. Ich habe früher Trance aufgelegt, ich habe mit Hardcore angefangen und das war so, ich habe im 2000 rum angefangen zu produzieren und ich habe so eine experimentelle Schiene, eben ein bisschen Richtung Progressiv war das dann zumal noch und Hardstyle, wie man es dann nannte, und ich habe für Max B. Grant die ersten Sachen produziert und das war mir so ein Ding, ich hatte echt Freude dran, weil es so eine Mischung aus Trance und eben dann Hardcore war. Und so bin ich da reingerutscht, sag ich jetzt mal. Du arbeitest ja schon ziemlich lange als DJ. Ist denn mittlerweile eine Art Arbeitsort oder Arbeitsalltag eingekehrt? Also bis jetzt noch gar nicht. Also es gibt schon Tage, die verlaufen ziemlich ähnlich. Ich stehe früh morgens auf, so 9 Uhr,
Und dann gehe ich ins Studio oder ins Büro. Ich habe noch das eigene Label und das Management. Und dann mache ich die ganzen Bürosachen und dann noch ins Studio. Also es ist nicht immer gleich, aber so den ähnlichen Ablauf. Gab es dann so mal irgendwas, was so richtig schief gegangen ist beim Auflegen? Ja, also es gab schon mal was. Ich war an einer Party, ich war gerade 3000 Leute oder was, habe ich dazu mal noch mit Platten gespielt. Und dann war ich voll in der Euphorie, in der Party drin, nehme die Nadel weg von der falschen Platte und dann keine Musik mehr. Die Leute schauen mich so an und ich so, oh Scheiße, Nadel rauf, Hände rauf, passt schon. Aber das war echt total weg, das ist so Blackout und du stehst so da. Das war ein bisschen peinlich, aber war lustig. Was hast du denn jetzt für Projekte für die Zukunft geplant? Gibt es was, das gerade aktuell ansteht? Ja, momentan arbeite ich noch an meinem Album. Das wird nächstes Jahr, glaube ich, jetzt erscheinen. Wir waren eigentlich auf dieses Jahr, aber es war ein bisschen alles knapp. Und das war das nächste Projekt, das ansteht. Okay, dann wünsche ich dir viel Erfolg bei deinem Projekt und hoffe, dass du bald nicht mehr die falsche Nadel wegziehst. Und wünsche dir viel Erfolg. Danke vielmals. Okay, vielen Dank für das Interview.